Hallo, Hallöle und herzlich willkommen zu Exosockte Sims. Oh, ja, wir sind immer noch in dem Vorstellungsvideo und damit ihr wisst, welches Vorstellungsvideo ich meine, gehen wir mal kurz hier rein, suchen mal nach den Filter. Wo haben wir denn hier? Packs? Der Packs-Filter, da gehen wir in die Accessoires und zwar Waschtag. Wir kümmern uns heute um... Warte mal. Ja, egal. Ach, Mann, hallo. Jetzt geht hier alles durcheinander. Warte mal. Filter, also Waschtag, ja. Und dann will ich nochmal nach Geschlecht sortieren. Man, weiblich. So, jetzt haben wir's. So, heute kümmern wir uns um die Frauen. Ja. Soll es ja auch geben auf dem Planeten. Circa 50% der Bevölkerung. Oh yeah. Gut. Als erstes fangen wir natürlich am Kopf an. Und da haben wir zwei Frisuren, die neu hinzugekommen sind. Das wäre einmal diese hier. Ja, so schön hochgesteckt. Dann zusammengeknotet, so ein Dutt, dann so ein Band drum. So kann man, ja, seinen Alltag, der dann daran besteht, halt seinen Haushalt zu reinigen, begehen. Sehe ich gerade, dass hier so Glitches sind. Ihr seht ja hier auf diesen Wangen. Ist ein bisschen unheimlich, wa? Das Ganze schauen wir uns natürlich gerne nochmal auf einer anderen Farbe an. Ja, rote Haare oder grüne Haare, Froschnatur, von der Liebe keine Spur. Gut, das gleiche natürlich dann auch nochmal mit der Frisur. Aha, mit so einer Wäscheklammer hinten dran. Ne? Nein, ich weiß, das ist keine Wäscheklammer. Bevor jetzt die Kommentare kommen. Exos, du hast gesagt, das ist eine Wäscheklammer. Nee, das ist keine Wäscheklammer. Nee, eine Haarklammer. Da klemmt man die Haare zusammen. Ne? Ändert dann auch ein bisschen die Farbe. Hm? Ja, gut. So viel dazu. Dann kommen wir mal zu der Kleidung. Das ist eine Etage tiefer. Dann gehen wir mal ganz normal zu Tagesklamotten. Und dann schauen wir uns da mal an, was das hier alles gibt. Wieso ist der dir so... So, hä? Achso, dann springt der schon so. Ah, ist interessant. Gut, was haben wir denn da? Wir haben verschiedene Oberbekleidungsobjekte. Wie zum Beispiel dieses Ding hier. Bayerisches Madel. Oh Gott. Oh Gott. Das zeigt aber verdammt viel Haut. Ja, ja, es gefällt dir oder was? Weiß ich nicht, aber mir nicht. Also mein Geschmack ist es gerade nicht. Ja, das ist wirklich so bayerische Landdirndl-mäßig so. Ja. Da braucht man eigentlich noch ein bisschen mehr Oberweite, um ganz ehrlich zu sein, um das zu präsentieren. Ja. So, was haben wir denn da? Aha, so ein typisches kürzeres Teil mit so einem Knoten an der Seite. Wie weit ist es hinten zu? Wenn das noch ein bisschen länger wäre, würde es mir sogar glatt gefallen. Ja, ja. Mann. Oh. So ohne Muster. Okay. Was haben wir da? Auch wieder sehr viel hier frei. Das sind aber sehr viele Sachen, die echt so ein bisschen leicht zeigen, ja? Ein Schwarz. Black is beautiful. Mit diesen komischen Rüchendingern. Die gefallen mir gar nicht. Werte Damen, wenn sie bei mir so aufkreuzen. diese Dinger mag ich gar nicht. So, was haben wir da? So ein kleines Negligé. Das kann man als Nachtwäsche. Ich würde das als Nachtwäsche definieren. Da haben wir ja komplett alles offen hier. Also keine Filter. Also ich würde sagen, das ist so Nachtwäsche. Mit so einem zarten Muster drauf. Ja, das würde hier bei mir definitiv als Nachtwäsche durchgehen. Ne? Gut. Sportlich. Das ist der Sport-BH. Ja. Typisches Schwarz. Gibt es auch so ein typisches Rot? Nö, aber hier sowas. Ja. Wer es tragen kann, der... Oh, hier ist noch ein anderes Muster. Oh, ja. Das gleiche nochmal so. Jetzt muss ich so an Kaffee denken. Ja. Die Haare passen dazu, der Teil passt zu. So Kaffee-like, ja? Hier, Dani, da war ich schon. So. Oh, das Gamer-Teil. Game on.
Das neue Let's Play Magazin. So, was haben wir denn hier noch? Gleiches Symbol drauf. Okay, das Symbol ändert sich nicht großartig. Ne? Hier sieht man halt dieses Retro-Gitter drauf. Besser durch das Schwarz. Ne? Oh ja. So, jetzt. Sportlich für die etwas kältere Zeit. Aber nicht ultra kalt, weil die Arme doch noch ein bisschen offen sind. Warte mal, halt, hier ist doch Wellnessbereich. Hier stimmt was nicht. Warte mal, das ist doch gar nicht Dings gewesen. Mist. Verdammte Hacke, hier. Der hat mir das wieder weggemacht. So, Waschtag, danke. So, das waren die Dinger, die jetzt wir hatten. Okay, das ist soweit richtig. Das andere war gar nicht, das Gamer-Teil. So, hä? Ja, schon komisch. So, was haben wir denn da? Ja, jetzt hat er mir das alles wieder rausgeschmissen hier. Die Filter, liebe Leute, die Filter. So, Waschtag, danke. So, da hat er eins drin, ne? Und zwar das hier. Das Landhaus-Stil-Kleid. Ich hätte gerne dieses Landhaus-Stil-Kleid ohne dieses obere Ding da. Haben sie leider nicht. Schade. Also ohne das Ding da, da würde das Kleid echt nice sein. Jetzt mal ins Ernsthaft. Also ohne das Teil, das wäre echt super. Warum? Jetzt mal im Ernst. Warum? Wieso? Da müsste man glatt in den Objekteditor gucken, ob die Teile einzeln sind. Macht das Teil raus und speichert sich das neu ab. Hier gerade das Juni hier, das ist nice. So ein schönes, leichter Ding könnte man im Sommer tragen. Hallo? Ja? Das wär echt so ein Sommerteil. Ja, aber echt nichts. Nee. Hier sogar die Farbe geht. Normalerweise sage ich ja immer so, lila macht alt, aber... Hallo, das Ding geht. Der Hammer. Was ist nicht? So ein geniales Ding, aber leider so was drinne. Ja, es ist. So, Waschtag, was hast du denn da? Eine Hose. Jose. Ja, das ist spanisch für Hose. Jose, da haben wir es. Ziemlich breiter Gürtel, so ein moderner, typischer Modegürtel. Ziemlich eng. Taschen mit diesem gestickten Muster drauf. Boah. Ein bisschen knöchelfrei hier halt, ne? Ja, so ein Dougal ist die gar nicht mal schlecht, ne? Ist die gar nicht mal so übel. So, Accessoires. So, dann gucken wir mal, was der noch Accessoires drin hast. Hier unten wieder. Scroll, scroll, scroll. Mein Finger dreht sich ja schon fast durch. Ist ein Teil. Was ist denn das? Warte mal, da muss ich mal die Hose wegmachen. Warte mal, wir machen mal Accessoires komplett weg. So, was ist denn das jetzt? Aha, diese langen Strümpe. Mit kalte Tage draußen, hä? Ja, so typische Dinger hier, hä? So, oder... So, jetzt, das sind die Gesundheitsstrümpfe. Hier diese Wadenkrampf. Oh Gott. Gut, was haben wir denn für Schuhe? Schuhe. Sieht nach zwei Schuhe aus. Müssen wir mal gucken, ob da noch was anderes dazwischen ist. Packs. Schauen wir mal. Waschtag. Ja, tatsächlich zwei. Das heißt, wir haben einmal die. Die sehen gar nicht mal so unübel aus. Die Schuhe haben... Was mal, ich zieh mal der jungen Dame eine Hose schnell mal an. Ja. Die Schuhe gefallen mir gar nicht mal so unübel. Was machen die Schuhe hier? Ja, das passt natürlich jetzt mit der Hose gar nicht. Ja. Also Keilabsätze. Vorne ist auch ein bisschen höher, also plateaumäßig schon. Ja. Wenn man's mag. Ist jetzt nicht so mein Fall. Die hier finde ich schon schick. Ja. Könnte ich mal überlegen, ob ich die noch vielleicht noch in der Herbst-Saison, also Herbst, in Ende des Winters nochmal reinverwende. Aber die ist nun gar nicht mal so verkehrt. Gefallen mir. So, klamottentechnisch. Die Schuhe gefallen mir. Die Wadenkrampfer-Socken, ja, Gesundheitssocken ist ganz lustig.
Hose, ja. Hier müsste man echt gucken, ob man mit einem Editor das obere Teil wegkriegt, weil gerade hier diese Unifarben finde ich das Ding richtig genial. So ein schönes, leichtes Teil. Wäre was für ein Sommer. Ja, vielleicht könnte man da auch so ein Hippie-Muster drauf machen, weil dieser Ausschnitt, der lädt regelrecht in so ein Hippie-Muster ein, weil hier auch die Ärmel so schön weit aufgehen. Wisst schon, was ich meine. Also so floral, ja, wäre schon was mit bei. Ja, könnte man als Hippie durchgehen lassen. Wie gesagt, das Oberteil stört ein bisschen, finde ich persönlich. Ist halt aber Geschmackssache. Ja, hier finde ich einen Sport-BH ganz nice. Der hat was, besonders hier mit den einen Muster, das da. Oder halt in Kaffeefarbe, ja, finde ich cool. Wenn man passende Hose dazu hat im Sportbereich, ist schon interessant. Ansonsten, naja, die Klamotten hier, ja, die bezeugen mich jetzt dann so ganz ernsthaft. Da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Die Frisuren sind ganz nett gewählt. Besonders die eine hier, die hier mit diesem Band, finde ich ganz lustig. Ja, weil so richtig, so typisch, so jetzt mache ich meine Hausarbeit. Ja. Das bisschen Haushalt macht sich mit auch mit links, sagt mein Mann, da, die, da, da. Wir hatten das gesungen, Helge Hahnemann, war oder so. Gut, in dem Sinne, euch alle einen schönen Tag. Bleibt so zusammenartig und gesund. Morgen kümmern wir uns die Männer. Heute war das Video etwas kürzer, ja, dafür war es gestern um Welten länger. In dem Sinne, ciao, ciao, bye, bye und Cheerio.